Wer benötigt denn im Herbst eine weitere Corona-Impfung? Und damit guten Morgen an diesem August-Dienstag, den 23.08. Herzlichst willkommen auf dem Kaimi-Report, dem ersten Namaste, Namaste. Und schön, dass ihr bei uns seid. Ich werde heute mal meine Kommentatoren-Schnauze halten und der altehrwürdigen NZZ, respektive einer, wie ich schätze, Medizinjournalistin namens Stefanie Lachz, das Wort überlassen. Liebe YouTube-Zensoren, auch wenn das Wort Impfung da vorkommt, es ist ein Mainstream-Quelle, Neue Zürcher Zeitung, also nicht, dass sie mir dann kommt mit False Medical Information. Ich möchte meine äußerst geneigte und treue Zuhörerschaft, bitte hinterlasst ein Abo, weil ihr gehört ja mittlerweile zu den Auserwählten und Erleuchteten, dass wir weiter wachsen, selber überlassen, sich ein Bild zu machen. Ich möchte mal ganz bewusst Informationen von der from the other side of the river bringen, weil was ihr mit diesen Impfungen macht, ob ihr die als gut oder nicht gut beurteilt, es ist euer Leben, es sind eure Entscheidungen. Solange ihr happy seid und lieb zueinander, geht mich das alles überhaupt nichts an. Und ich möchte jetzt mal zeigen, wie viel Klarheit, ich sage das Wort noch einmal und ihr wisst, ich bin auch Kabarettist, wie viel Klarheit in altehrwürdigem Mainstream zu diesem Thema, wer benötigt im Herbst eine weitere Corona-Impfung, verbreitet wird. Ist das Wort gehört Stefanie Lachz. Großbritannien hat als erstes Land eine an die Omikron-Variante angepasste Impfung zugelassen. Die Schweiz ist noch nicht so weit. Für den Herbst prognostizieren Experten eine neue Corona-Welle. Viele Menschen fragen sich nun, ob sie ihren Impfschutz auffrischen sollten. Ja, wir werden auch gefragt in der Praxis, wie geht es das weiter mit den Impfungen? Da muss ich sagen, da weigert sich meine Glaskugel irgendetwas zu sagen. Und ob dafür einer der neuen an die Omikron-Variante angepassten Impfstoffe besser als die alte Vakzine geeignet ist, zwar kann kein Experte vorhersagen, welche SARS-CoV-2-Varianten zirkulieren werden. Aber es könnten die derzeit dominierenden Omikron-Varianten BA4 und BA5 oder andere aus der Omikron-Familie sein. Ja, gibt es denn noch andere? Wer sollte im Herbst eine zweite Auffrischungsimpfung bekommen, Second Booster? Die Schweizer Impfkommission empfiehlt Personen ab 80 Jahren sowie Kindern und Erwachsenen mit einem gestörten Immunsystem einen zweiten Booster, sprich eine vierte Impfung. Diese soll frühestens 4 Wochen nach einer Corona-Infektion und 4 Monate nach der letzten Impfung erfolgen. Stand 5. Juli 2022, Empfehlung Schweizer Impfkommission. Ähnlich lauten die Empfehlungen der deutschen Impfkommission. Allerdings ist die Altersgrenze deutlich niedriger, nämlich Personen ab 60 Jahren sowie Menschen mit einem gestörten Immunsystem, zudem Bewohnerinnen und Bewohner in Pflegeeinrichtungen und vor allem dort tätiges Personal sollen eine vierte Impfung erhalten. Stand 18. August 2022, Stichwort Pflegenotstand, Personalmangel. Der Abstand zwischen letzter Auffrischimpfung bzw. der letzten Corona-Infektion soll in der Regel 6 Monate betragen. Begründete Ausnahmen sind möglich. In beiden Ländern wird somit, wie auch anderswo, derzeit keine vierte Impfung, sprich kein zweiter Booster für gesunde Menschen unterhalb der jeweils erwähnten Altersgrenze empfohlen. Man wolle jedoch die Daten zu den neuen an die Omikron-Variante angepassten Impfstoffen analysieren und dann eventuell die Empfehlungen ergänzen, heißt es. Warum gibt es derzeit keine Booster-Empfehlung für alle? Es hat sich gezeigt, dass der Immunschutz, aufgebaut durch 2 Spritzen plus einen Booster, bei fast allen jüngeren gesunden Menschen auch über mehr als ein Jahr hinweg eine schwere Covid-Erkrankung verhindert. Hinzu kommt, dass viele Menschen mittlerweile eine Corona-Infektion durchgemacht haben und somit das Immunsystem, Achtung, einen zusätzlichen Reifeschub durchgemacht hat.
Bei älteren Menschen und solchen mit einem geschwächten Immunsystem benötigt dieses jedoch öfter einen Kick, um eine ausreichende Schutzfunktion aufrecht zu erhalten. Der zusätzliche Nutzen einer vierten Impfung für jüngere, gesunde Menschen ist also der Schutz vor einer Infektion und damit auch vor Long-Covid, allerdings nur für ganz wenige Monate. Meine Damen und Herren, das steht hier in der NZZ, das schreibe nicht ich. Ja? Und neue Corona-Varianten könnten diese jedoch unterlaufen. Soll ich mich impfen lassen, wenn ich schon eine Corona-Infektion, aber noch nie eine Impfung hatte? Die Experten, das ist wie in Frankreich Le Lapin sur son canapé de légumes. Ich esse das letzte Kaninchen von Frankreich. Die Experten sagen ja. Denn es wird vermutet, dass eine einzige Infektion mit einer alten SARS-CoV-2-Variante nicht so zuverlässig vor einer schweren Covid-Erkrankung bei einer erneuten Infektion mit einer anderen Corona-Variante schützt. Also umgekehrt statt Lachs. Wird es im Herbst neue, an Omikron angepasste Impfstoffe geben? Aller Voraussicht nach ja. Sowohl die Hersteller von mRNA-Impfstoffen BioNTech, Pfizer und Moderna als auch andere Firmen haben angepasste Impfstoffe entwickelt oder tun dies gerade. Am weitesten fortgeschritten sind, man staune, die mRNA-Produkte. Die sogenannten bivalenten Impfstoffe enthalten mRNA-Material des ursprünglichen Coronavirus und solches von der Omikron-Variante. BioNTech, Pfizer wie auch Moderna haben in der Schweiz und in der EU eine Zulassung ihres angepassten Impfstoffes beantragt. Das wird wieder wahrscheinlich lange dauern, bis diese Zulassungen zugelassen werden. Da die Vakzine bereits im Voraus produziert wurden, eben daraus werdet ihr sehen, wie lange die Zulassung dauern wird, bis sie zugelassen ist, könnte die Auslieferungen beginnen, sobald eine Zulassung vorliegt. Dies wird für September erwartet, also das ist ja noch weit weg. Großbritannien hat am Montag, 15. August 2022, als erstes Land einen bivalenten Impfstoff von Moderna als Booster für Erwachsene zugelassen. Es wird erwartet, dass auch in der Schweiz und in der EU die angepassten Impfstoffe vorerst nur als Booster zugelassen werden. Sollte sich diesen Herbst jemand zum ersten Mal überhaupt gegen Corona impfen lassen, das wäre doch höchste Zeit, meine Damen und Herren, also bitte nachholen, wird er gemäß jetzigem Stand also noch die alte Vakzine bekommen. Denn auch diese verleihen einen Schutz vor schweren Erkrankungen nach einer Infektion mit der Omikron-Variante. Auch wenn die alte Vakzine und die alte Variante vielleicht schon Lucky Luke's Gaul Jolly Jumper gesattelt hat und gegen Sonnenuntergang davongeritten ist, erweist sie immer noch einen Schutz vor schweren Erkrankungen. Das ist doch geil. Und die klinischen Studien für diese erprobten Produkte waren größer und sind somit aussagekräftiger als diejenigen mit den angepassten Vakzinen. Also das heißt, wir wissen ja, dass diese ersten Vakzine extrem effektiv und sicher sind. Aufgrund von diesen großen Studien, wie Stefanie Lartz schreibt, also die neuen Varianten sind vielleicht nicht ganz so großräumig studiert worden. Vielleicht wissen wir nicht so viel, ob die Sicherheit auch wirklich so großartig ist, weil bei diesen ersten Vakzinen mit diesen großen Studien und über die Nützlichkeit, immerhin sind sie an B4 und B5 Omikron angepasst. Schützen die angepassten Impfstoffe besser vor Omikron? Davon ist auszugehen. Noch liegen allerdings wenig Daten aus den von den Herstellern durchgeführten klinischen Studien vor. Gemäß diesen war die Menge an Antikörpern, die die Omikron-Viren neutralisieren, nach dem Booster mit dem angepassten Impfstoff deutlich größer als nach einem Booster mit den alten Vakzinen. Dies bedeutet, dass die angepassten Impfstoffe in den Wochen nach der Verabreichung gut vor einer Infektion mit einer Omikron-Variante schützen. In den Wochen, es steht nicht wie viele, also es steht nicht Monate, es steht in den Wochen. Es steht auch nicht Tage oder Stunden, es steht in den Wochen. Gerade für ältere Menschen und jene mit einem geschwächten Immunsystem könnte daher ein Booster mit einem an Omikron angepassten Impfstoff im kommenden Herbst wichtig sein, wenn dann ein Virus aus der Omikron-Familie zirkuliert.
Sie bekämen dadurch einen Schutz vor einer Infektion und würden zudem ihren Schutz vor einer schweren Erkrankung stabilisieren. Das würde insgesamt auch das Gesundheitssystem entlasten. Hoch, hervorragend. Wir leben in der besten immunologisch präventivsten Welt aller Zeiten. Ist es ratsam für vulnerable Menschen, also Anfällige, sich jetzt mit dem zweiten Booster impfen zu lassen und danach, sobald verfügbar, mit einem angepassten Impfstoff? Darüber herrscht momentan Unklarheit. Dennoch sind die angepassten Impfstoffe nicht zugelassen und auch nicht alle Studiendaten begutachtet worden. Was bleibt zu hoffen, dass man diese Studiendaten vor dem Ablauf von 75 Jahren irgendwo findet? Da aber erwartet wird, dass dies im September oder Oktober und damit also aller Wahrscheinlichkeit noch vor der größeren Corona-Welle im Herbst geschehen wird, raten Experten jetzt nicht zu übergroßer Eile. Ja, lassen wir mal die Herbstferien durchgehen und dann die Ferienrückkehr zurückkommen und dann die Schulöffnungen. Dann wird die Eile wahrscheinlich etwas weniger mit Weile verbunden sein. Vor allem, da die Mehrheit der vulnerablen Menschen bereits 3 Impfungen erhielt, weil sie eben so vulnerabel sind und also zumindest einen gewissen Schutz vor schweren Erkrankungen besitzt. Zudem sollte bedacht werden, dass man Booster nicht in allzu kurzen Abstand geben kann. Wer sich jetzt die 4. Spritze holt, müsste mindestens 4 Monate warten, bis er die 5. bekommen kann. Also ihr seht, wir reden nicht von der 4., wir reden auch schon von der 5. Es könnte daher sinnvoller sein, mit der 4. Impfung zu warten, bis im Oktober die angepassten Impfstoffe vorhanden sind. Aber die Entscheidung sollte angepasst an die individuelle Situation und unbedingt in Absprache mit der Hausärztin oder dem Hausarzt erfolgen, weil ja viele Hausärztinnen und Hausärzte sich extrem mit diesem Thema beschäftigt haben und absolut höchste Kompetenz, immunologische Kompetenz im Bereich von mRNA-Vakzinen und deren Effektivität und Sicherheit erreicht haben. Also sprecht mit euren vertrauten Hausärztinnen und Hausärzten, wann ihr die 4., wann ihr die 5. und vielleicht kann man auch schon einen Termin im nächsten Jahr für die 6. abmachen. Das ist noch ebenso völlig unklar, ist, ob jene Menschen, die an einer anderen Form von Long-Covid leiden, nun baldmöglichst eine 4. Spritze oder erst später einen angepassten Impfstoff erhalten soll. Denn niemand weiß, ob eine erneute Corona-Infektion eine Verschlimmerung der Symptome auslöst und also unbedingt verhindert werden muss. Und wie das dann am effizientesten geschieht, ist auch noch nicht geklärt und es hat sich auch noch nicht aufgezeigt. Letzte Frage, gibt es mehrere angepasste Impfstoffe und sind alle gleich gut? Ja, es gibt mehrere von unterschiedlichen Herstellern und in unterschiedlicher Zusammensetzung. So erhält der in Großbritannien zugelassene angepasste Impfstoff von Moderna mRNA-Material der Omikron-Variante BA1. Doch diese wurde in Europa und den USA seit längerem schon von den Omikron-Varianten BA4 und BA5 verdrängt. Das heißt doch im Untertitel, Großbritannien hat als erstes Land eine an die Omikron-Variante angepasste Vakzine zugelassen. Also, ich verstehe das nicht. Aber gemäß den Studiendaten wirkt der Impfstoff mit BA1-Material weniger gut gegen die Omikron-Varianten BA4 und BA5. Darum heißt er ja auch BA1 und nicht BA4 und nicht BA5. Daher hat die amerikanische Zulassungsbehörde signalisiert, dass man eigentlich einen an BA4 und BA5 angepassten Impfstoff zulassen wolle. Solch einer hergestellt von BioNTech Pfizer wird derzeit von den Schweizer und den EU-Behörden begutachtet. Auch Moderna prüft derzeit einen, so viel Stefanie Larz. Und wir sind sicher, dass alle Behörden, RKI, Swissmedic, BAG, FDA, dass die nach bestem Wissen und Gewissen BA1, BA4, BA5 und wie diese ganze, wie man so schön sagt, Corona-Familie auch heißt, wahrscheinlich bleibt es in der Familie, da dürfen wir uns in absolut sichersten Händen wiegen. Also das war einmal Her Mistress, darf man das sagen, nicht Her Master, sondern Her Mistress Voice, Stefanie Larz in der NZZ-Ausgabe vom Wochenende, also vom Samstag, nicht die NZZ am Sonntag. Hochinteressant,
Wenn ich mich an Sokrates erinnere, dann würde er jetzt sagen, ich weiß, dass ich nichts weiß. Oder im Deutschen gibt es auch ein Sprichwort, alles klar, keiner weiß Bescheid. Bescheid weiß ich, dass heute Abend beginnen die Referate. Oberwil ist ausverkauft, also bitte nicht mehr aufkreuzen. Wir können niemanden, der nicht angemeldet ist, reinlassen, aber die sind ja alle bestätigt worden, weil es könnte dann auch wirklich ein Stuhlproblem geben. Also nicht im Sinne einer Verstopfung, sondern von der Sitzgelegenheit. Morgen geht es dann aber weiter in Büsserach. Dort hat es immer noch ganz wenige Tickets, aber auch nicht mehr viele. Ich glaube noch 7 habe ich gehört. Aber es gibt ja auch noch ein Büsserach 2 am 13.09. An gleicher Ort, Auditorium der Aqua Solar AG. Also, ich habe noch zu heilen heute Morgen, sogar noch einen Notfall, wie ich soeben vernommen habe, von meiner Frau. Ich muss mich auf die Socken machen und dann am Nachmittag die letzten Feineinstellungen. Und Jean-Marc und ich sind uns auch nicht zu schade, es könnte warm werden, auch Getränke selbst zu schleppen. Das tut unserer Physis gut und die angemeldet sind, wir sehen uns heute Abend. Alle anderen natürlich morgen früh in alter und neuer Frische. Schön, dass ihr bei uns seid. Amandla, Avetu, einen guten Start in den Tag. Salut zusammen.